So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update und wie ihr es im Hintergrund schon sehen könnt, sind wir wieder ein wenig im Plus, circa 400 €. Man muss auch dazu sagen, es ist jetzt keine ganze Woche, weil ich nehme die Folge jetzt am Donnerstag auf. Ihr seht das Ganze am Freitag. Es ist leider gezwungenermaßen nicht anders möglich. Was genau die Woche passiert ist, schauen wir uns dann gleich im Wochenrückblick an. Danach schauen wir uns ganz kurz XTB, Digi-Dingsbums an. Und was ich dazu rausgefunden habe, weil mich ein paar Leute dazu gefragt haben. News gibt es nicht wirklich. Die Closed Beta von Panthers hat gestartet. Da gehen wir kurz drauf ein. Das hat sich auch im Chart wiedergespiegelt. Sonst gibt es nicht viel. Ein neues Graffiti wurde gesichtet. Ein paar neue Coins und ein paar neue ETFs wurden gelistet. Die schauen wir uns natürlich auch an. Und dann springen wir schon in die Charts von Bitcoin Best und Panthers. Also starten wir ins Video. Und im Hintergrund könnt ihr schon mein Bitpanda Portfolio sehen. Die Gewinner dieser Woche sind wie immer für euch ein bisschen größer. Wir haben hier Kernel mit über 35%, Serum mit über 38%, Quant mit über 40% und Movieblock mit über 53%. Ja, bei unserem Portfolio sieht es nicht so prickelnd aus. Wir haben jetzt hier stehen zwar 5,5%, aber es stimmt nicht ganz. Es sind ungefähr 2%. Das letzte Video haben wir ja am Freitag aufgenommen. Das nehme ich jetzt am Donnerstag auf, deswegen verschiebt sich das alles ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, Matic performt einfach weiter gut. 17% plus in den letzten 24 Stunden, ja. Also Matic gibt da ordentlich Gas. War auch eine gute Idee, die nochmal nachzulegen. Das Volumen habe ich noch nicht gepusht. Ein paar Dividenden sind reingekommen von den monatlichen Dividendenausschüttern. Die Tencent-Dividende hängt noch immer, keine Ahnung, auf ausstehend. Ich habe auch ein Support-Ticket aufgemacht, noch keine richtige Antwort darauf bekommen. Mal schauen, was da noch kommt. Ja, 61 Cent haben wir von Pepsi bekommen. Die 1-Cent-Dinger sind von diesen 3-Euro-Mini-Positionen, die wir nun mal für unsere Watchlist sozusagen aufgemacht haben. Sonst ist noch nicht viel passiert. Das Volumen habe ich auch noch immer nicht gepusht. Das muss ich auch noch irgendwann das Monat jetzt noch machen. Weil das wird, glaube ich, das letzte Mal jetzt sein, wenn sie jetzt wirklich die wöchentlichen Rewards mit dem nächsten Monat starten. Ich bin ja gespannt, ob sie es hinbekommen. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen. Springen wir kurz zu den Beständen. Also dazu gekauft habe ich jetzt nichts. Das Verhältnis hat sich ein bisschen geändert. Da Matic weiter gestiegen ist, ist das jetzt unsere zweitgrößte Position. Und wir haben ja hier auch nochmal eine Matic-Position aufgemacht. Die liegt jetzt auf Binance. Im Moment sind das schon 1010 Matic durch das Staking auf Matic. Und ja, wir sehen jetzt, die Position ist größer als die Avalanche-Position. Also es war auf jeden Fall die bessere Idee, in Matic zu gehen und nicht in AVAX. Jetzt im Moment, wer weiß, ob sich das noch ändert, aber jetzt im Moment war es auf jeden Fall die bessere Idee. Wir halten die jetzt noch. Ich glaube nämlich, dass Matic auf jeden Fall schneller auf den 1 Euro ist. Wie gesagt, dass AVAX sich verdoppelt. Aber es ist nur so ein Gefühl von mir, keine Finanzberatung. Und dann swappen wir das Ganze, um das hier ein bisschen besser zu spreaden. Ja, Panthers hat jetzt auch ordentlich angeschoben nach dem Closed Beta Announcement. Das schauen wir uns dann gleich an. Ja, eigentlich ist alles gleich geblieben. Halt, die Verteilung hat sich ein bisschen vom Verhältnis her im Euro-Wert geändert, weil Matic gestiegen ist. Staking Rewards sind auch wieder reingekommen. In grün sehen wir jetzt das diesjährige Jahr. Gut, das Monat ist noch nicht um, da kommt noch ein bisschen was rein. Da sind wir gerade bei 177 € im Gegenwert. Aber wenn jetzt Matic so bleibt oder weiter steigt, dann sollten wir die 200 € auf jeden Fall noch knacken. Es werden ja noch Rewards ausgeschüttet, also das sollte sich dann ausgehen. Ja, ich bin gespannt, ob wir im August dann wieder ein bisschen steigen oder ob wir uns jetzt hier auf diesem Niveau jetzt mal einpendeln für eine Zeit. Wenn wir uns die Rewards zusammengesammelt anschauen, dann sehen wir, wir sind noch vorne dieses Jahr. Also zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr hatten wir 500 € weniger an Rewards. Ob wir das dieses Jahr toppen können, das wird schwierig. Also da muss echt noch mehr Bewegung reinkommen, vor allem in den Bestkurs, in unsere größte Position, damit wir hier nicht kreuzen und das da steigern können. Weil auch wenn jetzt Matic sich verdoppelt, wird uns das nicht komplett hier rausreißen. Ja, von der Börsenaufteilung hat sich auch nicht viel verändert. Da ist jetzt Binance ein bisschen größer, weil die Matic halt gestiegen sind, aber sonst hat sich da nichts verändert. Gut, jetzt schauen wir uns kurz XTB an. Da haben wir dieses fancy Backcam-Ding und ich habe ein bisschen mal tiefer gegraben und habe mal so geschaut, was ich so über XTB, den Founder etc. so herausfinden konnte. Und ich starte jetzt mal mit den negativen Sachen, die ich gefunden habe. Also das erste, was ich gefunden habe, ist, dass sich viele Promoter aufgeregt haben, dass sie nicht ordnungsgemäß wie vereinbart bezahlt worden sind. Der Zahlungstermin wurde immer wieder verschoben, also ich glaube sogar 5-mal insgesamt. Und danach haben die Leute, glaube ich, 5 $ Entschädigung erhalten,
was halt die Promoter ziemlich stinksauer gemacht hat. Das zweite Negative, was ich gefunden habe, ist, dass anscheinend schon eine Anzeige raus ist gegen den Founder von DigitalBits. Der Investor Mark Doerr meint in seiner Anklage, dass die Firma ihn betrogen hat um 160 Millionen und laut seinen Aussagen, dass die Company Gründer das Geld raus und die Kryptowährungen rausgezogen haben und für sich selbst und Verwandte ausgegeben haben. Angeblich hat der Founder auch ein Sommerhaus gekauft in den Cayman Islands und luxuriöse Urlaube in New York, Palm Beach, Florida, Rom und Dubai gemacht. Hier haben wir auch ein Bild von ihm. Gegen ihn richtet sich diese Anzeige. Es gibt auch ein paar Videos mit ihm. Dann, was mir noch aufgefallen ist, die Communities sind sehr, sehr klein. Jetzt auf Twitter haben sie die meisten Follower. Aber wenn man jetzt hier mal auf Reddit schaut, das sind 332 Leute in der Gruppe. Ja, die Community scheint sehr klein und nicht wirklich aktiv zu sein, auf Reddit zumindest. Ja. Jetzt kommen wir zu den positiven Sachen. Sie starten im nächsten Monat das Mainnet. Dann wird es eine Token Migration geben, wo man die ERC20 in den richtigen XTB-Token dann tauschen wird, 1 zu 1. Ja, und für alle, die XTB auf Bitpanda halten, ich glaube, Bitpanda wird das supporten, diese Migration. Ansonsten muss man sie dann auf eine andere Wallet schicken, aber das werden wir sehen, sobald da das Announcement raus ist. Ja, was noch positiv zum Herausheben ist, sie werden ein Staking-Feature einbauen, also man wird seine Digital Bits dann staken können. Ob Bitpanda das supporten wird, das steht noch in den Sternen. Da bin ich auch gespannt, ob da noch ein Announcement kommt. Ja, das waren so die Sachen dazu, die ich so rausgefunden habe. Wenn ich mal ein eigenes Video dazu machen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann nehme ich mir auch mehr Zeit, um das Projekt dann noch genauer unter die Lupe zu nehmen. So, aber jetzt wieder zurück zu Bitpanda. Viel News gab es ja nicht, aber es wurde ein neues Graffiti entdeckt, nämlich an der Donaustraße Ecke Hollandstraße. Ja, muss ich sagen, ist wieder sehr geil geworden. Ich hoffe, das bleibt lange dort auf der Wand. Es schaut auf jeden Fall spitze aus, ist eine super Werbefläche, glaube ich, auch für Bitpanda. Ja, dann hat sich bei Panthos ein bisschen was getan. Also jetzt die Anforderungen, um Bitpanda Plus Member zu werden, wurden runtergeschraubt. Da musste man ja früher 1 Million oder 2 Millionen Panthos Token halten. Jetzt sind es nur noch 250.000 Panthos Token und du kriegst auch schon den Bitpanda Plus Service. Ja, dann der Max ist noch da und der hat auch gleich die Closed Beta sozusagen bei Panthos gestartet und ein paar Leute ausgewählt. Diese müssen dann eine NDA unterzeichnen, um mitmachen zu können und dürfen dann auch nicht traden während der Zeit. Falls die Leute damit nicht einverstanden sind, können sie halt nicht an der Closed Beta teilnehmen. Dann müssen sie kurz Bescheid geben. Hier könnt ihr eine Liste der Auserwählten sehen. Es sind eh einige dabei, die man immer wieder im Telegram sieht. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob alle damit einverstanden sind, in der Zeit nicht zu traden. Ich bin da gespannt, was dann noch einige schreiben werden. Ja, das hat auch gleich zu einem netten Push im Preis geführt bei Panthos. Das schauen wir uns gleich im Chart an. Noch kurz die neuen Coins. Da haben wir den Gate-Token, Bancor, Bakery Token und Linea Lina. Bei den ETFs sind ein Haufen dazugekommen. Ich habe hier einmal die Liste. Hier die Kategorie ETFs auswählen, ESG eingeben und dann bekommt ihr die ganze Liste mit den ganzen ETFs, die jetzt dazugekommen sind. Ja, das war auch schon alles, was diese Woche passiert ist. Vielleicht ist jetzt noch irgendwas passiert am Freitag, das ich jetzt nicht mit reingenommen habe. Das kann durchaus sein. Dann packe ich es mit ins nächste Bitpanda Portfolio Update. Wir springen jetzt noch kurz zu den Charts und wir starten wieder mit Bitcoin am 1-Tages-Chart. Das ist BTC USDT auf Binance. Ja, und wir machen hier wie erwartet einfach weiter das Zicki-Zacki. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen weiter gehen und sich noch ein bisschen ziehen. Aber es sieht danach aus, finde ich, als würden wir langsam den Boden bilden. Im Moment sieht das Orderbuch zumindest auf Binance sehr gut aus. Also da sieht der Support stark aus. Nach oben hin liegt nicht so viel am BTC. Müsste ich es jetzt noch auf den anderen Exchanges anschauen. Aber ich sehe auch die Chance, dass wir noch eine Ebene tiefer dippen könnten. Ja, wenn der Support nicht hält, das muss man jetzt einfach übers Wochenende beobachten. Im Moment sieht es, wie gesagt, gut aus und es sieht eigentlich danach aus, als könnten wir von hier wieder ein bisschen dann hochpushen. Ja, was sagt ihr? Erwartet ihr jetzt noch einen heftigen Dipper oder bilden wir jetzt langsam den Boden? Mein Gefühl sagt eher Bodenbildung langsam, aber ihr könnt mir ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Springen wir nun zum Best. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Also wir sind von den 33 Cent auf die 36 Cent und da verharren wir momentan. Aber ich finde auch, dass es langsam so danach aussieht, als würden wir einen Boden
bilden. Kommt wirklich kein Volumen mehr rein. Also die Leute verkaufen nichts mehr in den Markt. Es sind zwar noch ein paar Verkauforders da, aber so viel Best sind das auch nicht, die hier auf der Verkaufsseite liegen. Also wenn da wirklich wieder ein Run anfängt, dann ist das nicht viel. Der Support ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Also da hat sich eigentlich wirklich nicht viel getan. Ich glaube, alle warten auf die wöchentlichen Rewards. Wenn die jetzt wieder verschoben werden, dann glaube ich, werden wir noch wieder ein bisschen runtersacken, weil dann sind wieder sicher ein Haufen Leute enttäuscht. Und wenn sie es schaffen, die wöchentlichen Rewards rauszubringen, glaube ich, kommt auch wieder so ein bisschen Vertrauen zurück. Und dann hoffentlich können wir hier unseren Boden finden, das hier ein bisschen stabilisieren und ziehen dann langsam wieder nach oben, wenn sie dann auch den Best-Content rausbringen, den sie ja angekündigt haben. Ich hoffe, der kommt jetzt überhaupt noch nach den ganzen Kündigungen. Aber jetzt erstmal warten auf den 1.8., ob sie das hinbekommen mit den wöchentlichen Rewards und den Ausschüttungen. Schauen wir zum Bantos, weil da hat sich ein bisschen mehr getan. Da haben wir jetzt eine etwas schnellere Erholung gesehen, muss man sagen. Wir sind zwar kurz auf diesem 6-Cent-Level herumgegammelt, aber dann kam das Announcement zu Closed Beta. Das hat wieder einen kleinen Pump ausgelöst. Vielleicht ein paar Leute, die, bevor sie das NDA unterschrieben haben, sozusagen noch Pantos eingekauft haben, weil sie wissen, sie können dann nicht mehr traden und wollen jetzt sozusagen noch den Dip kaufen. Ja, ja und jetzt finde ich, sieht es eigentlich ganz gut danach aus, dass wir noch dieses 7-Cent-Level auf jeden Fall erklimmen können. Vielleicht sogar noch bis auf die 8 Cent und dann hier so ein bisschen rumgammeln, bis dann die Open Beta losgeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange die Closed Beta jetzt läuft. Es hat sich doch alles viel länger gezogen, als wir uns das alle vorgestellt haben. Aber Hauptsache am Ende wird alles gut sozusagen. Vielleicht erleben wir dann auch ein paar Listungen auf anderen Börsen. Das wäre auch sehr interessant. Auf jeden Fall das Orderbuch sieht sehr gut aus bei Bantos. Wir haben jetzt auch guten Support bei den 6 Cent hier wieder. Drunter ist es jetzt ein bisschen dünner, aber es kommt einfach daher, dass jetzt vor kurzem erst dieser Push gekommen ist. Wir müssen jetzt schauen, wie sich das in der nächsten Woche verhält, ob das nachgeführt wird oder ob das Orderbuch in diesem Bereich noch etwas dünn bleibt. Es kann auch sein, dass die Leute die Geduld verlieren und noch ein bisschen mehr nachlegen, bevor es dann wieder Richtung 10 Cent geht. Aber das müssen wir jetzt alles beobachten, ob jetzt mehr Fahrt noch reinkommt. Im Moment muss man ja sagen, ist das Volumen hier noch eigentlich sehr gering. Ja, da geht eigentlich noch viel mehr. Ja, das war's auch schon wieder von diesem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, dieser kurze Überblick hat euch gefallen. Auch wenn es diesmal eine etwas kürzere Folge war. Bei mir war die Woche echt sehr, sehr stressig und ich muss alles für den Urlaub vorbereiten. Ja, ich hoffe, ihr genießt das Wetter genauso sehr wie ich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.